Meine lieben Geschwister, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass es im Ramadan darum geht, mit welchen Köstlichkeiten wir unser Fasten brechen sollen. Wir tauschen uns mit unseren Freunden und Familien aus, wo wir heute unser Fasten brechen, was es bei uns heute Abend zu essen gibt. Andere wetteifern darin, wer die leckerste Vorspeise hat, wer hat die beste Hauptspeise, wer macht die besten Torten. Und dann werden Fotos geschossen, hochgeladen und geteilt. Wer von euch kennt das nicht? Ist der Ramadan ein Monat, bei dem es genau darum geht, wer das beste Essen präsentiert? Wer die schönsten Iftar-Bilder hochlädt? Oder ist dieser heilige Monat nicht ein Monat der Enthaltsamkeit? Manchmal kommt es mir so vor, als ob dieser Monat ein Monat wäre, bei dem es um das Wetteifern im Essen geht. Wir können uns Mühe geben und unsere Gästen und Familien das Beste anbieten. Ja, der Prophet ﷺ hat gesagt, dass wir unsere Gäste ehren sollen. Aber manchmal frage ich mich, warum wir gerade im Ramadan besonders bestrebt sind, das beste Essen zuzubereiten. Haben wir uns schon mal gefragt, was das zur Folge haben könnte? Dies hat zur Folge, dass wir in diesem heiligen Monat unseren eigentlichen Fokus verlieren und den ganzen Tag nur noch darauf warten, das leckere Essen zu verzehren. Und das nur, weil wir ein falsches Bild vom Ramadan haben. Niemand hat gesagt, du sollst zum Iftar nur ein Stück Brot und ein Glas Wasser zu dir nehmen. Nein, das fordert niemand von dir. Aber wenn das unsere Sichtweise vom Ramadan sein sollte, dann garantiere ich euch, dass wir den Sinn von Ramadan nicht erfüllen und diesen heiligen Monat sein Recht nicht geben werden. Wir werden in diesem Monat keine Taqwa erlangen. Wir werden Allah subhanahu wa ta'ala nicht näher kommen. Wir werden unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht verbessern. Kurz gefasst, wir werden keine besseren Muslime. Ja, wir leben hier im Westen und uns geht es im Vergleich zu vielen anderen Menschen materiell gesehen viel besser. Wir haben ein warmes Zuhause, worin wir unser Fasten brechen können. Andere müssen ihr Fasten unter freiem Himmel brechen. Und das vielleicht noch in der Kälte. Wir haben so viele Restaurants und können uns manchmal nicht entscheiden, wo wir uns zum Iftar treffen sollen. Und das Absurde ist noch, dass es manchmal so weit geht, dass wir uns streiten und anfangen, Groll gegenüber anderen zu hegen. Nur, weil sich die eigene Meinung nicht durchgesetzt hat. Andere haben diesen Luxus nicht. Sie müssen sich vielleicht jeden Tag mit demselben Essen zufrieden geben. Auch können wir stark davon ausgehen, dass wir am Abend etwas Leckeres zum Iftar serviert bekommen. Doch in manch anderen Ländern stellen sich unsere Geschwister die Frage, womit sie überhaupt ihr Fasten brechen sollen. Und wir posten und teilen noch ganz stolz unser Iftar, damit jeder sehen kann, dass wir nicht verhungern und dass es uns so gut geht. Doch weißt du was? Vielleicht steckt in dem Essen deiner Geschwister mehr Segen als in deinem Essen, welches du voller Stolz gepostet hast. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Vielleicht ist ihre Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund ihrer Armut noch höher als unsere Stellung. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die armen Menschen werden das Paradies 500 Jahre früher betreten als die Reichen. Und jetzt frage ich dich, worauf bist du stolz? Auf deine Selfies mit dem Essen? Auf deine Iftar-Fotos, die du der Welt präsentieren musst? Das wird deine Stellung bei Allah niemals erhöhen und dich wahrscheinlich auch nicht früher ins Paradies bringen. Wenn du in dieser Gesellschaft arm bist, dann bist du nichts wert. Niemand kennt dich. Niemand möchte mit dir zu tun haben. Niemand beachtet dich. So werden wir heute hier erzogen. Aber der Islam kennt das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese armen Menschen an Yawm al-Qiyamah, am Tage der Abrechnung, der 50.000 Jahre andauern wird, ehren. Er wird sie bevorzugen. An diesem Tag wird er ihnen das geben, was er ihnen in der Dunya nicht gegeben hat. Was wird uns unser Luxusessen, die vielen Restaurants, die freie Auswahl der vielen Köstlichkeiten schon an diesem Tag nutzen? Gar nichts. So lasst uns diesen heiligen Monat nicht damit verbringen, indem wir in Gedanken der leckeren Iftars versinken, sondern den Sinn und Zweck dieses Monats erfüllen. Dieser Monat ist wahrlich ein Geschenk Allahs,
eine Barmherzigkeit unseres Herrn, eine Chance von Allah subhanahu wa ta'ala für uns Menschen, uns zu verändern, nach seiner Vergebung und seinem Paradies zu streben. Fotos und Bilder von unserem Essen können wir das ganze Jahr überteilen. Aber selbst wenn wir es auch in anderen Monaten machen sollten, denke an deine Geschwister in Somalia, in Burma, in Äthiopien und anderswo, bevor du es teilst. In der Dunya haben sie augenscheinlich vielleicht nicht so eine hohe Stellung wie du und ich. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala haben sie eine Stellung, für die du und ich an Yawm al-Qiyamah vielleicht Blut weinen werden, weil wir uns wünschen werden, in ihrem Zustand gewesen zu sein. Derjenige, der also wirklich arm ist, bist vielleicht du und ich, die manchmal so tun, als wären sie die Größten.